Kultur braucht Raum. Und diesen Raum hat die Stadt Thalheim mit der Umgestaltung der alten Schmiede auf der Pernerinsel für ihre Künstler geschaffen. Der Schauspieler und Clown Michel Widmer freut sich, dass die Odyssee Wo spielen? Endlich ein Ende hat. Ich mache seit 96 in Thalheim Kultur und seitdem was immer eine Odyssee, wo spielen, unter was für Bedingungen spielen. Und es ist zum ersten Mal jetzt so, dass ich sage, es gibt einen Raum in der richtigen Größe. Mit der neuen Räumlichkeit schafft Thalheim einen Ort, an dem Menschen einen Zugang zur Kultur bekommen können. Das sieht auch der Obmann des Kulturvereins Zuthaus, Christopher Haversatter, so. Es ist in den letzten 2 Jahren gelungen, ein gutes Fundament für das Zuthaus zu bauen und haben jetzt wirklich die Möglichkeit, in Thalheim ein kulturelles neues Pflaster zu legen, wo auch die Leute, die bisher keinen Zugang zur qualitätsvollen Kultur gehabt haben, einen Zugang bekommen können. Kunst ist vielfältig. Und ein neuer Ort braucht neue kreative Ansätze. Die Geschäftsführerin des Kulturvereins Zuthaus, Simone Seimer, wünscht sich für die Zukunft der Schmiede ein breit gefächertes Programm. Ich wünsche mir, dass es möglichst bunt bespielt wird, dass hier wirklich Sachen stattfinden, die so noch nie stattgefunden haben. Neuigkeiten und neue Formate und auch verrückte Dinge, Experimente, Sachen, wo man noch nicht vorher weiß, ob das nachher gelingt, sondern wo man vielleicht vorher überhaupt keine Ahnung hat, ob das jetzt gelingen wird, was dabei rauskommt. Solche Sachen wünsche ich mir hier. Das Besondere der Schmiede ist das Fehlen einer Bühne. Die Künstler bewegen sich sozusagen auf einem ehrwürdigen Boden. Ja, das ist ein besonderer Boden, der auch unter Denkmalschutz steht. Das war eine Herausforderung, aber ich denke, gerade die schwierigen Böden schaffen die besten Dinge. Und das ist heute wirklich ein Tag für die Kultur in Thalheim. Ein guter Boden wurde gelegt, eine gute Voraussetzung gerade für unsere Kulturschaffenden hier, um hier zu produzieren, um hier Theater zu spielen, Musik zu spielen, für Kinder, für Erwachsene. 5 Monate Bauzeit und das nötige Maß an Zeit für die Planung. Das war notwendig, um die alten Gemäuer auf den neuesten technischen Stand zu bringen. Also wichtig war einmal, dass es eine Punktlandung wird, die jetzt genau für diese Zwecke, was unsere Kunst- und Kulturschaffenden in unserer doch schon bestehenden Vielfalt unserer Veranstaltungsstätten bisher nicht finden, dass die jetzt da dann gegeben ist. Für die Tenningauer Künstler gibt es nun kein Hindernis mehr, ihre Kunst unter die Leute zu bringen.